Herzlich willkommen zurück hier beim University Future Festival auf der Mainstage in Berlin. Wir machen weiter mit unserer nächsten Keynote, die dieses Mal über den Call reingekommen ist tatsächlich. Eine Einreichung, die von der Jury sehr gut bewertet wurde und deswegen jetzt hier auf der Mainstage gelandet ist. Und da geht es um Didaktik, also tatsächlich etwas, was bisher hier auf der Mainstage noch gar nicht so stark vertreten war, obwohl es ja eigentlich auch die Kernfrage vieler Menschen ist, die hier sind. Wie vermittelt man eigentlich Sachen gut? Und speziell geht es da heute um informelle Lernumgebungen. Ja, Corona hat es ja gezeigt. Lernen im Park, Vorlesungen zu Hause, Arbeitsgruppen im Café. Und wir fragen uns, was birgt das für Chancen und welche Herausforderungen bringt es mit sich? Dem Thema angenommen haben sich Katja Ninnemann, Jennifer Schneid und Susanne Geister. Herzlich willkommen. Ja, hallo, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier auf der Mainstage sein können. Wir landen jetzt in der harten physischen Realität, nämlich wir wollen mit Ihnen diskutieren, inwiefern informelle Lernumgebungen nur ein infrastruktureller Baustein auf dem Campus sind oder vielleicht auch mehr können. Dazu haben wir spannende Forschungserkenntnisse mitgebracht aus einem internationalen Forschungsprojekt New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces. Das ist ein interdisziplinäres Projekt und wir sind das Team HTW Berlin als deutscher Partner in diesem EU-Projekt. Mein Name ist Katja Ninnemann, ich bin Professorin an der Hochschule für Technik und Wirtschaft im Bereich Digitalisierung und Workspace Management und beschäftige mich schon lange mit hybriden Lern- und Arbeitsumgebungen. Hallo, mein Name ist Jennifer Schneid. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HTW Berlin und meine Bereiche sind die Strategie und das Management. Ja, hallo auch von mir. Mein Name ist Susanne Geister. Ich bin Professorin für Wirtschafts- und Organisationspsychologie, auch an der HTW in Berlin. Genau, was haben wir mitgebracht? Wir wollen Ihnen erst das Projekt kurz vorstellen. In dem Projekt haben wir einen Mixed-Methods-Ansatz verfolgt. Das heißt, wir stellen sowohl quantitative als auch qualitative Forschungserkenntnisse vor. Und aus den Erkenntnissen haben wir Handlungsstrategien abgeleitet, die wir dann am Ende vorstellen möchten. Genau, wie gesagt, NIELS, das Projekt NIELS steht für New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces. Und die Ziele des Projektes bestehen darin, die Herausforderungen und Chancen inklusiver und technologieintegrierter informeller Lernumgebung an Hochschulen zu untersuchen. Es geht primär darum, die Lernprozesse von Studierenden zu unterstützen, also mit dem Ziel, Studienabbrüche zu vermeiden und Studierende zufrieden und gesund zum Abschluss zu führen. Wir haben zur Reflexion der Ergebnisse auch strategische Partner einbinden können. Dazu gehören das HFD, der Stifterverband, das HIS und auch die DINI. Und wir haben eben 5 Projektpartner im Projekt versammelt. Einmal Österreich, das sehen Sie auch in der Karte mit den grünen Pünktchen, dann wir in Deutschland, die La Sapienza in Italien, eine Hochschule in Litauen und eine in der Türkei. Und jede Hochschule bearbeitet ein Arbeitspaket. Das möchte ich Ihnen hier vorstellen. Das Arbeitspaket 1 hat die Perspektiven von Stakeholdern in diesem Bereich untersucht, also die Hochschulleitung, aber auch das Lehrenden Service Center bei uns in Berlin und auch das Bibliotheksmanagement. Und das an allen 5 Hochschulen. Im Arbeitspaket 2 ging es um die Perspektiven von Studierenden und Lehrenden, die wir quantitativ und qualitativ befragt haben. Und im Arbeitspaket 3, da sind wir gerade, geht es um das Nutzungsverhalten der Studierenden und der Lehrenden. Und in diesem Zuge entwickeln wir gerade eine Mapping-Plattform. Die 2 nächsten Arbeitspakete, die kommen noch. Einmal die Learning Communities, denen wir uns widmen wollen. Und am Ende soll dann ein Leitfaden zur Förderung informeller Lernumgebungen entstehen. Wir waren leitend im Arbeitspaket 2 tätig und die Ergebnisse, die wir heute vorstellen, kommen auch hauptsächlich aus diesem Arbeitspaket 2. So. Um die Forschungserkenntnisse von uns einordnen zu können, starten wir nochmal quasi mit einer Definition, was sind informelle Lernumgebungen? Das sind quasi Orte, die unabhängig und selbstorganisiert von Studierenden für ihre Lernaktivitäten genutzt werden. Das können Orte außerhalb des Campus sein oder eben auch auf dem Campus, die Bibliothek, das Foyer oder die Studierenden-Lounge.
Und wir untersuchen dabei die Nutzung und Aneignung von spezifischen Orten über bestimmte selbstorganisierte Lernaktivitäten und setzen da auf das Behavior-Setting-Modell. Das heißt, dass bestimmte Umweltfaktoren bestimmte Verhaltensweisen evozieren. Sie kennen das vielleicht alle aus der Bibliothek. Sie kommen in die Bibliothek rein und werden automatisch leiser, bewegen sich langsamer, hören auf zu rascheln. Und genau dieses Verhalten und Raum stützt sich gegenseitig. Und wir wissen aus der Forschung, dass Lernraumgestaltung Lernen fördern oder auch behindern kann. Spannenderweise ist der erste Impuls in der Forschung, aber auch in der Praxis immer dann die physischen Umweltfaktoren sich anzugucken. Also wie ist die Licht, die Temperatur. Und wir wissen, dass wenn es zu heiß ist, zu kalt, zu laut oder zu eng, dass das natürlich sich negativ auf Lernen auswirkt. Wir wissen aber auch auf der anderen Seite, dass diese Faktoren nicht unbedingt dazu führen, dass wir gut lernen können, nur weil gute Luft da ist oder vielleicht die Belichtung passt. Das heißt, wir haben uns im Projekt übergeordnete Kriterien angeguckt, von denen wir ausgehen, dass sie bestimmtes Verhalten und damit eine Lernförderlichkeit evozieren. Und das sind die Aspekte Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von informellen Lernumgebungen. Also sind Lernumgebungen vorhanden und bekannt oder können diese Lernumgebungen dann auch entsprechend genutzt werden und sind barrierefrei erreichbar. Und wir gehen davon aus, dass über die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit ein bestimmtes Verhalten evoziert wird, nämlich soziale Interaktion, die wiederum zu einem Studierendenerfolg führt. Genau, Studierendenerfolg ist das große Ziel. Oftmals werden die Studienabbrüche untersucht. Also Hochschulen wollen wenig Studienabbrüche. Sie wollen Studierende, die erfolgreich, leistungsstark und zufrieden zum Abschluss geführt werden. Das ist das große Ziel. Und die Frage ist, wie kann man das erreichen? Ein sehr einflussreiches Modell ist das Integrationsmodell von Tinto. Tinto hat die soziale und akademische Integration in den Fokus gestellt. Und er sagt, das sehen Sie hier in der Mitte, soziale Integration führt zum Aufbau von Beziehungen, zur Ausbildung ähnlicher Werte und Einstellungen und zur persönlichen Weiterentwicklung. Und viele empirische Ergebnisse weisen darauf hin, dass eben diese soziale Integration dazu führt, dass viele positive Ergebnisvariablen hervorgerufen werden können. Also der Studienabbruch kann vermieden werden, aber auch vorgelagert das Commitment, die Bindung an die Hochschule kann erhöht werden, die Zufriedenheit wird erhöht, der Lernerfolg wird erhöht. Und darüber hinaus auch neueste Ergebnisse können zeigen, dass die Gesundheit und das Wellbeing der Studierenden gesteigert wird. Wir haben uns auch hier dem grün unterlegten Wellbeing angenähert und verstehen das als das subjektive psychologische Wellbeing. Also wie fühlen sich die Studierenden, fühlen sie sich leistungsstark, fühlen sie sich aktiv, energiegeladen und eben den Herausforderungen gewachsen, weil wir denken, das ist eine wichtige Herausforderung oder eine wichtige Bedingung, um dann auch das Studium erfolgreich abschließen zu können. Genau, was wir gemacht haben, ist dieses Modell von Tinto erweitert um diesen Aspekt informelle Lernumgebung. Das sehen Sie dann ganz links. Also in diesen informellen Lernumgebungen können Studierende interagieren, sie können Kontakte aufbauen, sie können sich gegenseitig unterstützen und wie eben gesagt, deswegen müssen die Lernumgebungen verfügbar und erreichbar sein. Das ist die Idee und daraus haben wir auch die Forschungsfrage und das Forschungsmodell entwickelt. Als Forschungsfrage untersuchen wir Folgendes. Beeinflussen also die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit von informellen Lernumgebungen tatsächlich die soziale Integration, können wir das zeigen, und finden wir auch einen Zusammenhang zum Wellbeing der Studierenden. Und diese drei Variablen sehen Sie hier noch auch einmal in dem Forschungsmodell dargestellt. Wir nehmen an, dass die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit von informellen Lernumgebungen sowohl einen direkten Zusammenhang zur sozialen Integration und zum Wellbeing aufzeigen, dass wir aber darüber hinaus auch untersuchen wollen, dass die soziale Integration als Mediator wirkt. Also dass die informellen Lernumgebungen dazu führen, dass Studierende stärker sozial interagieren können. Wie eben auch in der Einführung gesagt, tatsächlich in Corona war das ziemlich schwierig, sozial zu interagieren, aber informelle Lernräume können das fördern, dass sozial interagiert wird und dadurch dann wiederum auch das Wellbeing gesteigert wird. So, dann übergebe ich einmal an dich. Genau, um der Forschungsfrage nachzugehen, haben wir eine quantitative Online-Studierendenbefragung durchgeführt und zwar an allen 5 Hochschulen.
Und Sie sehen hier auf der linken Seite den Aufbau des Fragebogens. Also wir haben hier vor allem nach der Verfügbarkeit, der Erreichbarkeit und den Barrieren von informellen Lernorten am Campus gefragt und haben hier unterschieden zwischen Lernorten für individuelles Lernen und Lernorten, die da sind, um gemeinsam in Gruppen zu lernen. Wir haben auch nach hybriden Lernen gefragt und nach dem Hochschulcampus und hier bezüglich der sozialen Integration, dem Wellbeing, dem Commitment und auch der Studierendenzufriedenheit. Insgesamt haben hier 1037 Studierende mitgemacht und die Umfrage war online von Mai bis Juli 2022. Genau, knapp über die Hälfte waren weiblich und zwischen 21 und 25 Jahre alt und die meisten haben in Vollzeit im Bachelor studiert. So, und was zeigen unsere Ergebnisse? Das ist ein Ausschnitt aus den wichtigsten Ergebnissen. Wir konnten tatsächlich zeigen, dass die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der informellen Lernumgebung einen direkten, signifikanten Zusammenhang aufweist, sowohl zur sozialen Integration, das ist das Ergebnis 1, als auch zum Wellbeing, das ist das Ergebnis 2. Das heißt also, je besser die Verfügbarkeit und die Erreichbarkeit der informellen Lernumgebung, desto höher die soziale Integration und desto besser auch das wahrgenommene Wellbeing. Darüber hinaus finden wir auch Bestätigung für den Medierenden, die medierende Rolle der sozialen Integration. Das heißt also, wir können schließen, dass die Verfügbarkeit und Erreichbarkeit der informellen Lernumgebung die soziale Integration steigert und dadurch dann das Wellbeing gefördert wird. Die hier dargestellte Wirkungskette ist theoretisch konzeptioneller Natur. Wir haben eine Querschnittstudie durchgeführt, das heißt, wir können die Wirkrichtung nicht explizit belegen. Wir finden Zusammenhänge. Wünschenswert wären natürlich auch experimentelle Studien zu diesem Thema. Letztlich zusammengenommen können wir schließen, dass informelle Lernumgebungen den Austausch und die soziale Integration fördern, dass sie das Wellbeing und die Gesundheit der Studierenden fördern und dadurch eben analog zum Integrationsmodell von Tinto die Zufriedenheit gefördert wird und die Abbruchquoten gesenkt werden können. Unser Fazit lautet also, räumliche Strukturen und der Ausbau informeller Lernumgebungen sind bei der Entwicklung der Hochschulen zu berücksichtigen. Genau, wir könnten jetzt hier an der Stelle eigentlich Schluss machen und sagen, die erste Frage beantworten und sagen, ja klar sollen die Hochschulen in informelle Lernumgebungen investieren, sieht man ja hier, aber wir gucken uns wahrscheinlich alle in die Augen und sagen, wo kommt das Geld eigentlich her? Und das eine sind aber nicht nur wirtschaftliche Faktoren, sondern auch Nachhaltigkeitsfaktoren. Wir können es uns einfach nicht mehr leisten, bei jeder Innovation, die wir haben, über noch mehr Flächen, noch mehr Räume, noch mehr Gebäude nachzudenken. Das heißt, wir müssen auch gucken, dass wir in den bestehenden Ressourcen, in den bestehenden Gebäuden, Flächen agieren können. Und genau hier kommt uns unser Mixed Method Approach in unserem Projekt zugute, wo wir auf dem explorativen, qualitativen Forschungszugang auch noch Handlungsstrategien von Nutzerinnen hinterfragt haben. Und wir haben hier ganz spannende Erkenntnisse gewonnen, wie im Bereich der Lernraumorganisation quasi Freiräume freigeräumt werden können und bestehende Flächen informeller Art weiter genutzt werden können. Genau, wir schauen nun darauf, wie wir uns der Forschungsfrage aus qualitativer Perspektive nähern. Und zwar berichten wir heute hier aus der HTW Berlin-Perspektive, da wir hier noch mitten im Forschungsprozess sind. Das heißt, die übergreifenden Daten mit allen Hochschulen werden erst noch zusammengefasst. Wir haben bereits schon 3 Fokusgruppen durchgeführt mit Stakeholdern. Also war zum Beispiel das Hochschulmanagement dabei, Studierende und Lehrende. Wir hatten schon eine Runde mit Walking-Interviews, auch mit Lehrenden und Studierenden am Campus der HTW Berlin. Und die nächste Runde steht jetzt auch bald schon wieder an. Genau, unser Fokus ist es hier, explorativ zu forschen und wir fragten hier vor allem nach der Nutzung, der Verfügbarkeit und der Erreichbarkeit von informellen Lernumgebungen. Wir sammelten hier Good Practice Examples vom Campus, wir fragten nach bestehenden Barrieren und auch nach Handlungsstrategien, Wünsche, Ziele und Ideen zur Förderung von informellen Lernumgebungen. Genau, wir konnten ein paar Herausforderungen sammeln durch unsere Interviews und zwar bezüglich der Anzahl, der Vielfalt, der Nutzungsmöglichkeit und auch vorherrschenden Regeln zur Nutzung von informellen Lernorten am Campus.
Genau, daraus konnten wir jetzt vor allem mitnehmen, dass die Anzahl von informellen Lernorten am Campus theoretisch ausreicht, aber dass es an der Vielfalt von verschiedenen Lernorten mangelt. Vor allem, wenn es darum geht, gemeinsam und in Gruppen zu lernen, davon gibt es wohl zu wenig. Und genau, auch die Nutzungsmöglichkeit ist teilweise eingeschränkt bei Lernorten. Also zum Beispiel gibt es zu wenig Steckdosen, die Räume sind nicht gut genug isoliert. Es gibt auch verschiedene Regeln, darf ich da drin trinken oder essen, und verschiedene Regeln auch zur Zugänglichkeit. Wir können also da hier zusammenfassen, die Studierenden haben weniger mit physischen Barrieren zu kämpfen und vielmehr mit administrativen Barrieren. Genau, und hierbei beklagten sich die Befragten vor allem, dass es fehlende Informationen gibt über die Lernmöglichkeiten auf dem Campus. Es gibt auch keine Reservierungsmöglichkeit oder Suchmöglichkeit. Also Studierende wissen einfach nicht, wann und wo sie lernen sollen und welche Lernorte was zur Verfügung stellen. Genau, Einschränkungen zu den Öffnungszeiten und zur technischen Infrastruktur wurden genannt. Und auch zuletzt, dass es formelle Lernorte gibt, diese aber nicht als informelle Lernorte freigegeben werden. Und das Spannende ist, dass wir in den Interviews eben auch zusammen mit den Nutzerinnen Handlungsstrategien identifizieren konnten. Und das sind zwei ganz wesentliche Aspekte. Der erste ist, dass wir eine höhere Flächeneffizienz durch Mehrfachnutzung erreichen können. Ganz einfaches Modell, wir brauchen nicht mehr, sondern müssen das, was wir haben, einfach viel besser organisieren. Und da spielen uns die formellen Lernräume einfach richtig gut in die Hand. Gibt es zahlreich, sind nicht durchgängig gebucht, reserviert, und wir können diese nutzen. Dafür müssen wir aber auch diese formellen Lernumgebungen anders gestalten. Also wenn wir in der klassischen frontalen Sitzorganisation Räume haben, dann ist es natürlich schwer, dort Gruppenarbeit durchzuführen oder zu arbeiten. Aber wir sehen an 4 Modellräumen auch auf dem Campus, wenn diese anders gestaltet sind, werden die auf einmal angenommen von den Studierenden als Orte. Darüber hinaus brauchen wir natürlich auch die Möglichkeit zu gucken, welche formellen Lernorte, also Seminarräume, sind denn eigentlich frei. Wir haben quasi Stundenpläne einsichtig in unserem Online-Tool, aber die Studierenden können nicht frei suchen. Wo sind denn überhaupt freie Orte? Das heißt, am Ende cruisen sie über den Campus und suchen sich irgendwo einen freien Raum und wissen aber nicht, ob sie in den nächsten 10 Minuten wieder hinaus müssen. Technisch sind wir eigentlich in der HTW soweit. Wir haben elektronische Schließsysteme, das heißt, man könnte über unterschiedlichste Zugänglichkeiten, Nutzerpräferenzen, freie Zugänge organisieren. Das ist aber noch nicht freigeschaltet, weil es dort einfach auch aus Fachbereichssicht Ängste gibt, Räume freizuschalten, Studierenden Zulass zu ermöglichen. Und der zweite Punkt, der auch als eine ganz wesentliche Handlungsstrategie zu sehen ist, dass wir die Nutzungsintensität, also nicht nur über Mehrfachnutzung eben, sondern auch durch verbesserte Kommunikation und Information. Das klang eben schon an bei den Barrieren, die es gibt. Also zum Beispiel bedarfsgerechte Öffnungszeiten, dass zu besonderen Semesterprüfungszeiten in Gebäuden, Räumen andere Öffnungszeiten herrschen. Und ein ganz großer Punkt war einfach die Verfügbarkeit von Informationen auf dem ganzen Campus ist einfach nicht da. Also wir hatten in den Fokusgruppen ganz interessante Gespräche. Jeder hat immer noch einen neuen Raum entdeckt, den er vorher noch nie gehört hat, auch bei Leuten, die schon sehr lange unterwegs waren. Und Sie sehen hier rechts mal 2 Wireframes für Möglichkeiten, wie so eine vielleicht digitale App aussehen könnte, in der Studierende sich über Lernorte austauschen können, diese suchen können, als eine Möglichkeit, dort mehr Transparenz in der Nutzung und damit auch in der Nutzungsintensität zu gewinnen. Und so eine App hätte natürlich auch noch ganz andere Vorteile. Das heißt, wir könnten dort über ein Tracking von Suchanfragen in der Auswahl von bestimmten Kriterien, die für Studierende wichtig ist, auch Veränderungen im Nutzungsverhalten erkennen und auswerten können. Das heißt, wir bräuchten keine Befragungen mehr machen, wie wir es gemacht haben, irgendwie alle 2 Jahre mal, was hat sich jetzt getan, sondern mit einer App haben wir ganz einfach die Möglichkeit zur Analyse. Und wir haben noch einen zweiten ganz spannenden Punkt gefunden, wie man auch analysieren kann. Uns ist aufgefallen bei den Walking-Interviews, dass sich im Laufe des Semesters so illegale Lernorte auf dem Campus gebildet haben. Die Studierenden haben sich irgendwelche Möbel selber zusammengeklaut und dort sich Ecken gebaut. Die werden natürlich regelmäßig vom Hausmeister wieder aufgelöst. Aber die Frage ist, warum nutzt man nicht diese Orte und macht sie dauerhaft zu einem Ort, wo Studierende sich aufhalten können? Und genau mit diesen 2 Themen müssen wir uns näher beschäftigen, also der Kommunikation, der Information, und auf die Frage, sind
informelle Lernumgebung quasi nur ein infrastruktureller Baustein auf dem Campus, müssen wir eigentlich sagen, nein, informelle Lernumgebung ist der ganze Campus. Informelle Lernumgebung sind soziale Räume für soziale Interaktion, die enorm wichtig sind für den Studierendenerfolg. Aber was wir lernen müssen als Organisation, dass wir eher Managementmaßnahmen bedürfen, also nicht Fragen der Lernraumgestaltung über physische Faktoren, sondern der Lernraumorganisation. Das heißt, wie können wir Aneignung, Nutzung unterstützen? Und man sieht ganz schön hier in der Innovationspyramide der Lernraumgestaltung, dass wir eine Vielzahl von Orten schon haben, also die angeklangene Barriere, es gibt zu wenig unterschiedliche Orte, gibt es in dem Fall eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen sie quasi aktivieren und auch die Trennung zwischen formellen Handlungsräumen und informellen Handlungsräumen löst sich eigentlich zunehmend auf. Wir haben die Chancen und wir müssen sie einfach selber in die Hand nehmen. Das heißt, mit der Frage zur Aktivierung von informellen Lernumgebungen müssen wir eigentlich ganz andere Prozesse und auch Strukturen und Handlungsräume eröffnen. Genau, unsere Forschungserkenntnisse finden Sie Open Access auf der Projektseite von NILS, New Approaches for Inclusive Informal Learning Spaces. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Hier sind auch nochmal unsere Kontaktadressen. Wer Interesse hat, über noch detailliertere Ergebnisse aus unseren Forschungsstudien, aus den einzelnen Arbeitspaketen. Und danken erstmal an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und freuen uns auf Fragen. Vielen Dank für diese Studienergebnisse, die Sie da zusammengefasst haben. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt stellen, ganz gerne einfach hier in den Chat. Und es sind auch schon welche da. Ich gebe das direkt mal weiter an die Referentinnen. Wie sind Ihre Gedanken oder Ihre Idealvorstellungen zum Thema experimentelle Studien? Genau, da kann ich was dazu sagen. Genau. Also experimentelle Studien heißen ja, dass man Dinge vergleicht. Also es wäre zum Beispiel spannend, informelle Lernumgebung zu fördern und dann in einer Prä-Post-Messung zu gucken, schaffen wir es durch die informellen Lernumgebungen tatsächlich deutlich, signifikant, die soziale Integration zu steigern. Wäre spannend, ist in der Praxis mit relativ vielen Hürden zu verstehen. Aber vielleicht kann man da noch mal ein Stückchen weiterdenken, so eine Prä-Post-Messung oder auch Vergleichskontrollgruppen, Experimentalgruppenvergleiche anzustreben, um sozusagen diese Ursache-Wirkungsbeziehung noch weiter zu untersuchen, wäre auf jeden Fall ein spannender weiterer Ansatz. Spannend allemal. Ja, wir können gerne noch weitere Fragen aufnehmen, wenn Sie noch welche haben. In der Zwischenzeit würde ich gerne noch eine loswerden. Ich hatte das in der Anmoderation tatsächlich ja ganz anders anmoderiert. Noch Seminare im Park, Vorlesungen zu Hause, Arbeitsgruppen im Café. Wenn ich das jetzt richtig verfolgt habe, bezog sich das mehr auf die Lernumgebung auf dem Campus. Haben Sie diese anderen erweiterten Umgebungen denn auch im Blick gehabt? Oder kommt da noch was? Oder wie sind die so? Die haben wir auch im Projekt im Blick, natürlich, die gehören mit dazu. Aber es hätte jetzt den Zeitrahmen einfach gesprengt. Aber wie gesagt, wir haben ganz viele Arbeitspakete. Es wird am Ende einen großen Leitfaden geben mit Vorschlägen. Aber eine große Frage ist natürlich, wie sich baulich infrastrukturell die Hochschule aufstellen muss. Und deswegen haben wir jetzt hier den Fokus im Rahmen dieser Veranstaltung eben auf den Campus gelegt mit Forschungserkenntnissen dazu. Aber das wäre ja tatsächlich auch spannend. Hat ja Corona auch einfach gezeigt, dass sich das alles so ein bisschen verlagert. Im Moment sind keine weiteren Fragen erstmal da. Ich würde noch einen kurzen Moment abwarten, weil wir immer so einen kleinen Delay haben. Scheint aber aktuell nicht der Fall zu sein. Genau. Dann vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Super spannendes Thema, wie ich finde. Ich kann mich da direkt so reinfinden, wieder wie es war an der Uni, mich zu bewegen. Und finde es sehr stark, dass Sie sich diesem Thema annehmen. Vielen herzlichen Dank, vielen Dank für diesen Input. Und wir machen gleich weiter mit unserer nächsten Keynote. Es geht weiter um 17 Uhr und dann haben wir ein paar Studis auf der Bühne. Bis gleich.